Ja, hallo liebe 3D-Druck-Freunde, willkommen auf Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und ja, ein Update. Und zwar, Cura hat wieder eine neue Version und zwar die 4.13 Beta. Was ich da geändert habe, zeige ich euch gleich. Ob es sich lohnt, weiß ich nicht, aber viele Fehler sind beseitigt worden, was ich so gesehen habe. Also, und das ist ja auch interessant, wenn natürlich eine kostenlose Slicer-Software so dran gearbeitet wird, dass als ständig neue Versionen kommen, das ist auch ein gutes Zeichen, ja, also ruht das nicht, aber ja, eine Menge Updates immer und Folgen. Den Hinweis habe ich hier von Rainer Schiesel, hallo, Cura 4.13 ist da, bekommen, sage hier nochmal vielen Dank für die Info, war in ein Kommentar, sieht man natürlich auch, wenn man Cura startet, wird es vorgeschlagen. Also, wenn ihr es installieren wollt, ja, ob ihr es braucht, weiß ich nicht. Gut, das müsst ihr selbst entscheiden. Dann kommt noch ein Update und zwar werde ich da eventuell ein Video machen. Da habe ich auch eine E-Mail gekriegt von Stefano und hier auch nochmal vielen, vielen Dank für den Hinweis. Bin auch in dieser Gruppe drin. Leider ist es halt wieder diese Facebook-Gruppe. Ich stelle es euch trotzdem nochmal vor, weil es gibt halt diese englische und dann die deutsche. Ich finde, die machen coole Sachen. Gibt es auch viele Profile und ich weiß aber, der eine oder andere hat natürlich auch kein Facebook. Gut, ich muss das hier auch nochmal klären, wenn ihr das wollt, dass ich die Software installiere. Die optisch sieht die mega aus. Ob es dann alles so funktioniert, weiß ich nicht. Ich bin natürlich nicht so unbedingt ein Freund davon, weil gerade mein Viper gut funktioniert, aber für euch würde ich das drauf spielen und testen, denn man kann ja immer wieder zurück. Gut, das ist auch ein kleiner Hinweis, das zeige ich euch dann auch nochmal kurz in Einspieler. Ja, ich würde auch dann nochmal ein bisschen Werbung machen für die WhatsApp-Gruppe, habe ich diesmal den Link in der Beschreibung drin. Wer da mitmachen will, sind ja doch jetzt zahlreich einige drin und wir würden uns immer wieder freuen über neue Mitglieder. Also auch hier mal kurze Werbung. Aber gehen wir mal kurz rein und schauen wir mal, was in Cura sich geändert hat. Ja, die meisten werden es eh schon gesehen haben, die mit Cura arbeiten. Wenn sie starten, wird ja automatisch gesagt, dass ein neues Update vorhanden ist. Und hier sind wir jetzt auf der Seite von Ultimaker Cura. Und hier sehen wir auch schon Cura 4.13 Beta. Ja, also die offizielle ist noch die 4.12.1. Also jetzt zeige ich euch dann noch, was sich da geändert hat. Viel hat sich nicht geändert. Ob es für den einen oder anderen interessant ist, müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich wollte es halt mal kurz vorstellen und sagen, dass es da ist. So, was hat sich denn geändert? Hier haben wir das. Und zwar geht man hier, wenn ihr auf der Original-Webseite draufklickt, auf diesen Update 4.13 Beta, dann kommt ihr hier drauf. Ich habe jetzt mal hier die deutsche Übersetzung gemacht. Gut, was hat sich großartig geändert? Materialprofil, das ist mehr oder weniger, was so die Ultimaker-Hardware synchronisieren. Also praktisch, wir haben mehr für die Ultimaker. Und hier neues Druckprofil. Auch hier ist es für den Ultimaker S-Line-Drucker. Wer einen hat, ist natürlich bestimmt interessant. Dann hat sich geändert 3MF Miniaturansicht, Modell in Miniaturansicht, Anzeigen begeistert, beigesteuert von, genau, das hat sich geändert. Das ist natürlich auch für die interessant, die sich die Bilder anzeigen lassen. Was vielleicht wichtig ist, ist hier Fülldichte beim Drucken von 100% Füllung. Kommt auch mal vor, dass ich das drucke, aber sehr selten. Also bei mir ist das jetzt noch nicht aufgetreten, ändert sich die Füllungsmuster für alle Ultimaker-Druckprofile in Zickzack. Gut, ja, wie gesagt, das hat sich geändert, also das haben sie verbessert. Benutzer-Login, Autorisierung, wer das macht, ist vielleicht interessant. Dann haben sie aber weitere Funktionen und Verbesserungen, TPU-Oberschichten. Hier seht ihr dann praktisch, was sich hier auch nochmal geändert hat, ist jetzt auch nichts Großartiges. Und dann sieht man aber hier, sie haben halt eine Menge Fehler beseitigt. Ja, das ist halt einfach mal so,
Man kann ja immer froh sein, dass die Leute dahinter sind. Es ist eine kostenlose Slicer-Software. Ich habe aber auch nichts gefunden, was mich jetzt so, ja doch, Brücken, Hautdichte, kann über 100% eingestellt werden. Also da sind doch ein paar Sachen dabei, wo ich aber jetzt auch nicht, hier, es wurde ein Fehler in Pause at High behoben, bei dem den Extruder aufhört. Das ist vielleicht auch nochmal so wichtig für den einen oder anderen. Und was ich auch wichtig finde, hier bei Baumunterstützung behoben, ja, bei denen Z-Distanz zu groß war. Ja. Also das sind vielleicht so Sachen, die mich auch noch interessieren könnten. Ansonsten ist das jetzt kein großes Update. Ich glaube eher mehr, dass die hier die Fehler beseitigt haben von der 4.12. Punkt 1 ist ja gut. Ob man das haben muss, müsst ihr entscheiden. Ich habe es mir jetzt mal draufgeladen, um zu schauen, was da passiert. Das sieht dann praktisch so aus. Also wie gesagt, ich kann jetzt nichts nachvollziehen, was sich hier großartig geändert hat. Aber das wird schon seinen Sinn haben. Aber wenn wir schon in Cura sind, ich hatte ja letztens so ein Tutorial gemacht mit der Füllung. Und zwar praktisch mit dem Update 4.12.1. Und da waren auch die ein oder anderen Fragen, Willi, wo ist denn das? Light Infield, das hat sich jetzt, oder das haben die anders da benannt. Ja, das nennt sich jetzt Blitz. Ja, das ist praktisch hier, wenn man drauf geht, genau dieser Blitz. Das ist das, was sich hier geändert hat an der Bezeichnung. Warum die das jetzt umbenannt haben, keine Ahnung, oder verdeutscht, keine. Ja, falls ihr es sucht, heißt jetzt Blitz. Gut, das war's zum Cura. Also ich werde das mal gucken, ob es auch absturzsicher ist. Aber für mich jetzt nichts Besonderes. Ich kann hier auch nochmal gucken, ob es auch gleich automatisch angezeigt wird, hier bei den Updates. Ja, diese Version dauert immer zu lange. Hier, Octoprint Connection, das, da sollte man ein Update machen. Das ist wichtig. Ja, also auch immer, wenn solche Versionen sind, kann sich natürlich das eine oder andere auch ändern. Sollte man natürlich auch die Plugins aktualisieren, wenn man es schon drin ist. Hier die Universal-Cura-Settings, ja, das haben sie ja beschrieben. Werden wir auch aktualisieren. Gut, ansonsten denke ich mir, habe ich alles. Dann muss ich es eh wieder schließen. Und das war's. Mal zu Cura. Wie schon erwähnt, gibt es ja jetzt eine neue Firmware von der AnyCubic-Community. Und hier von der englischen Seite, da haben sich einige zusammengetan und haben die Software umgeschrieben. Also wirklich gut. Hier zeige ich euch dann jetzt auch nochmal die deutsche Seite dazu, die dann so aussieht. Und ja, hier bin ich auch drin. Und hier kriegt man eigentlich auch wirklich, wirklich gute Infos und Supports. Also eine wirklich gute Community-Gruppe bei Facebook. Ich weiß, nicht jeder ist bei Facebook drinne. Gut, dann zeige ich euch nochmal eine kurze Anleitung, also einen Ausschnitt von der Anleitung. Und wie gesagt, ich will es hier nur kurz vorstellen, dass diese Firmware gibt. Wenn ihr möchtet, dass ich das installiere und euch zeige, dann schreibt mir einfach in die Kommentarbox rein, Hashtag Viper Community, und dann weiß ich Bescheid. Gut, dann gehen wir nochmal kurz in die Anleitung. Die sieht dann folgendermaßen aus. Hier nochmal, das wäre die AnyCubic Viper Community Edition V6.1b Firmware. Ja. Hier sehen wir praktisch, was da sich geändert hat. Allein schon vom Display sieht es ja schon interessant aus. Also ich weiß zwar jetzt auch noch nicht so, ob alles so funktioniert, aber hier nochmal kurz beschrieben, die Entwickler, die sind da dran und haben diese Firmware für die Community geschrieben und geändert. Und natürlich, wer diese Version drauf spielt, ist natürlich selbst verantwortlich für das, was er tut. Es ist keine offizielle AnyCubic Firmware für den Viper. Ja, nochmal hier zu betonen. Aber wir kennen uns alle, was spielen wir uns alle drauf, um das Optimale rauszuholen. Ja, ich zeige euch schon mal ganz kurz, auch hier gibt es halt wieder zwei Ordner. Hier muss man, so wie ich das gesehen habe, aufpassen. Und zwar geht es hier auch mit den Step-Treibern. Hier genau diese TMC
DMC 2209. Da gibt es zwei Versionen, einmal mit diesem Stepper-Treiber und einmal ohne. Linear Advanced Version, ja, also hier mit diesem TMC UART Unterstützung, und hier ist diese Version drauf, wo Linear Vorab Version funktioniert auf unmodifizierten Board, ja. Hier, das ist für das Modifizierte, und natürlich das Display Update, wie wir es gewohnt sind, gibt es natürlich auch dazu, weil sich ja da auch einiges ändert. Ja, ich zeige euch nochmal ganz kurz hier ein paar Ausschnitte von der Anleitung und möchte gar nicht zu viel machen, auch hier wegen rechtlichen Sachen, aber das kann man sich offiziell bei Facebook dann runterladen in dieser Gruppe. Natürlich, wie gesagt, hat nicht jeder Facebook, aber ich werde auch mal fragen, ob man das anderweitig zugänglich machen kann. Aber ihr seht schon an den Bildern, hat sich hier einiges geändert. Hier kann man sogar das Pit-Tuning machen. Also im Endeffekt lohnt sich das auf alle Fälle. Und was ganz interessant war, wo ist es dann? Also ihr seht, da ist einiges drin, ja. Ich wusste gar nicht, dass man da so viel rausholen kann. Ich scroll einfach mal durch, dann bin ich eh schon komplett durch. Genau, das wollte ich euch zeigen hier fürs Leveling. Also so wie ich das mitgekriegt habe, macht ihr das Auto-Leveling und er zeigt euch wirklich an bei den Punkten, wie weit der Abstand ist, und rot ist nicht gut, ja, grün und gelb gibt es auch. Also hier seht ihr zum Beispiel einen Vergleich, ja, das sind jetzt nicht so gute Werte, hier geht so und grün ist ganz okay. Also das ist jetzt mal grob und schnell drüber gesprochen, ja, also das geht dann natürlich dann in der Anleitung genauer und das braucht auch ein längerer Test, ja. Also hier seht ihr das nochmal. Und ja, jetzt will ich gar nicht so lang noch mehr durchscrollen. Ihr seht, da hat sich einiges getan. Wenn das für euch interessant ist, schreibt bitte das rein, so wie ich es gesagt habe. Und dann sind wir eigentlich auch schon so weit fertig. Ja, das Update habe ich euch immer versprochen, wenn sich irgendwas in einem Video mal ändert, dass ich euch hiermit informiere. Das habe ich getan. Also Cura, denke ich mir, ist jetzt nicht so das große Update, sondern mehr Fehlerbeseitigung. Wenn es euch wirklich interessiert, mit einem Anycubic Viper, mit der Community-Firmware, also die scheint wirklich interessant zu sein, bitte schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht hat der eine oder andere die Software schon, vielleicht kann er da berichten, wäre auch nett. Und ansonsten sage ich wie immer wieder, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, wer es noch nicht getan hat, wie immer, ich würde mich freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und vielleicht, wenn einer neu da ist, schaut doch mal in meinen Kanal rein. Vielleicht ist da das ein oder andere Video, was euch interessieren könnte. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Euer Willis 3D-Druck. Ciao.